So Leute, weiter geht's. 69 Lebenspunkte, besser als nix. Eigentlich sah es gerade richtig gut aus. Ich hatte 100 Lebenspunkte, aber dann hat er mal wieder rumgespackt, der Tommy, und dann war wieder Scheiße angesagt, weil mir dann einer aus einem Meter Entfernung mit der Pistole ins Gesicht schießen konnte. Aber gut, was soll's. Wir sind wieder hier, in unserem Revier. Boah, nein. Hören wir mal auf mit den Rezitationen von Westernhagen-Texten und konzentrieren uns wieder aufs Spiel. Ich weiß nicht, warum der hier immer Sam ruft. Sieht er den hier irgendwo oder was ist denn da? Mann, Mann, Mann. So. Das ist schön, dass man hier erstmal Maß nehmen kann. So, da kann man den ersten nämlich direkt ausschalten. Vielleicht kommt der zweite ja auch noch rum, bequemt sich ein bisschen rum hier. Eigentlich kann man den schon... Komm schon. Sei kein Frosch. Schwierig, schwierig. Sorry, wenn ich leise bin. Ich hab's mir jetzt... Ah, du Sau! Ich fass es nicht. Ich hab's mir jetzt so angewöhnt, nichts zu sagen, weil ich jetzt halt gerade ohne Aufnahme gespielt habe, ne? So, du Arschloch. Hä? Headshot! Hast du davon? Mann, 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 Mann. Unglaublich. So, ich bleibe aber mal lieber hier. Oh, oh, wir haben ein Bild runtergeholt. Welch Tragik. Ja gut, 56 Lebenspunkte. Hatten wir schon mal, wenn wir uns erinnern, bei der Bank damals. Und da habe ich gesagt, damit kann man leben. Also jammer ich jetzt auch nicht rum bei denen. Es ist schon okay. Boah, du Sau. Ich fass es nicht. Da verkriecht sich einer dazwischen. Ja, ja, ja. Sag's. Meine Güte. Jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein. Boah, wo ist denn der? Ach da. Idiot. Was drehst du dich auch? Tja, wenn die sich drehen, dann kann man sie immer schön holen, ne? Weil man sich aber nur darauf verlassen könnte, dass sie das machen und nicht einfach angerannt kommen und einen überraschen wollen. So, hier ist nix. Okay. Ich wäre ja auch sehr erleichtert, wenn es dann endlich mal vorbei wäre. Also wenn wir irgendwann mal zu einem Ende kommen würden. Ich befürchte bloß... Man wird uns diesen Gefallen nicht so schnell tun. Wir werden uns das wohl hart erarbeiten müssen. Mir krabbelt es ständig an der Nase. Okay. Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Wir sind wieder hier, hä? Moment. Ach so. Aha. Und hier drüben ist zu, ja? Ja, okay. Ja, dann müssen wir irgendwo... Vielleicht die Tür davon, das könnte natürlich sein. Wir probieren es mal mit der Tür davon. Es kann doch nicht sein, dass er zu ist überall. Irgendwo muss es ja weitergehen. Okay. Aber wenigstens ist hier schon mal überall sauber jetzt. Nee, ist zu. Da kommen wir gar nicht ran. Und hier vorn? Zu. Das verwirrt mich jetzt. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Puh, wer macht denn sowas? Warum macht ihr alles zu, Leute? Ich muss doch irgendwo weiterkommen. Ich muss doch Leute töten. Ich habe diesen Drang, Leute zu töten. Ich muss töten. Aber mal ehrlich, wo geht's weiter? So, ich weiß jetzt nicht, ob der hier oben noch sitzt. Den habe ich gerade in Ruhe gelassen. Aber dann kam einer aus dem Rücken an und hat mich angegriffen. Ich glaube, das war der... Ach, kannst du mal sehen, jetzt steht die Tür nämlich offen dort. Aha. Jetzt ist offen hier, das war vorher nicht der Fall. Deswegen hat er Sam gerufen, jetzt verstehe ich das. Sam war dort, auch wenn wir ihn nicht gesehen haben, und ist dann weggerannt hier hoch, um sich dann hierhin zu flüchten. Alles klar. So, ich gehe aber erstmal hierhin, falls sich da einer plötzlich verkrochen hat. Sieht aber nicht so aus, okay. Gut, 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 alles klar. Oh, mich krabbelt's am Kopf. Erstmal kratzen. So. Jetzt aber. Scheiße. Oh je. Und ich weiß, was bald kommt. Fuck. Ich weiß bloß nicht, ob es jetzt schon kommt. Wenn das jetzt kommt, oh Gott. Und ich das versaue, dann muss ich alles nochmal machen. Oh nein.
Oh, scheiße. Ich ahne es. Das Gefecht. Anscheinend hast du deinen neuen Partner unterschätzt. Vielleicht solltest du die Seiten wechseln. Es ist noch nicht vorbei, Tom. Bitte speichert. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen, Sam. Salieri hat auch dich gelegt. Wovon redest du? Wir wären beinahe wegen dieser dämlichen Zigarren draufgegangen. Salieri wusste, dass der Job riskant war. Zwischen den Zigarren waren nämlich Diamanten versteckt. Und er wollte uns nichts davon abgeben. Deshalb wollte Pauli die Bank überfallen, weil er erkannt hatte, dass Salieri uns ausgenutzt hat. Er hat mir von den Diamanten erzählt, Tom. Er wollte sie nur geheim halten, damit niemand wusste, wo sie waren, bevor er sie verkauft hatte. Und die Diamanten hatten nichts mit der Tatsache zu tun, dass du Frank nicht getötet hast. Er hat die Omerta gebrochen. Was ist schlimmer, Tom? Woher weißt du, dass ich Frank nicht getötet habe? Mach dafür jemand anders verantwortlich, den du verschont hast. Du bist zu weich. Sie kam zurück in die Stadt und wir fanden sie durch Zufall. Scheiße! Tom, 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 du weißt doch, dass man Frauen nicht trauen kann. Ich verstehe ja, dass es nicht einfach ist, die beste Freundin deiner Frau umzulegen. Ja, ich hätte es für dich erledigen sollen. Mich hat sie auch angefleht und geheult. Na, so haben wir gemerkt, dass auf dich kein Verlass ist, haben nachgeforscht und die Sache mit Frank rausgefunden. Sam, glaubst du wirklich, dass alles so enden muss? Es gibt noch eine Chance. Es gibt keinen Weg mehr zurück, Tom. Tut mir leid. Oh, Sam, ich kann dich verstehen auf einer Seite. Auf der anderen... Du bist ein Arsch. Sorry. Und jetzt kommt es zum großen Gefecht. Ich will mal ganz kurz gucken, ob es vielleicht... Ja, es hat gespeichert. Gott sei Dank. Es hat gespeichert bei Sam. Das heißt, wir können uns nun voll und ganz auf den Endkampf konzentrieren, ohne Angst haben zu müssen, zu sterben. Das wäre auch äußerst unfair, wenn das hier jetzt... Oh, scheiße. Ich bin gar nicht zum Schießen gekommen. Das ist ja auch interessant. Okay, ihr seht also, Sam ist ein dickes Kaliber, ne? So, ja, wir müssen es uns nicht nochmal angucken. Macht die Bastarde fertig, finde ich auch interessant. Sam ist eigentlich nur einer. Oh, scheiße. Warum machst du diesen blöden Hüpfer, Tom? Mann. Ich hasse es, wenn er das macht. Ich komme nicht zum Schießen. Habe ich ihn getroffen? Scheiße. Ich komme einfach nicht zum Schießen. Sorry, Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß, wenn ich rumgehe, läuft er auch weiter rum. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht erst probiert. Ich kann es ja mal machen. Alter, was? Ach komm, ey. Verarsch mich nicht. Du blöder Lur. Ich habe das gesehen, da ist er langgelaufen. Da war er wieder. Das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit hier. Jetzt bräuchte man ein Scharfschützengewehr. Ja, komm. Nutzen wir es einfach mal aus. Oh. Oh. Ich wollte gerade sagen, nutzen wir diesen Fehler im Spiel einfach mal aus. Aber wir sind dann doch so fair und machen das nicht. Ja, müssen wir aber wahrscheinlich, weil Sam einfach so eine unglaubliche Reaktion hat. Dass man... Habt ihr gesehen, wie er da durch die Gegend geflutscht ist? Dass einem gar nichts anderes übrig bleibt. Und er hat mich schon wieder getroffen. Willst du mich verarschen? Ja, niemand verarscht Sam, aber Sam verarscht mich. Alter. Der Typ geht ab ohne Ende. Flupp, war er wieder drüben. Getroffen. Was? Wie kannst du mich sehen? Ich sehe dich doch selber noch nicht mal. Mann, was ist das für ein Mist? Ah, oh, dieser Kerl macht mich fertig. Wo ist er denn? Ach, da drüben. Der bleibt erstmal dort. Alles klar. Scheiße. Ich glaube, ich kann auch eine Pistole in die Hand nehmen. Das kommt auch selber raus von der Effektivität her. Und genau das mache ich, glaube ich, auch mal. Wobei, nee, nehmen wir mal auf. Dann wechseln wir auf die Pumpgun und werfen die weg. Ich will dann die Thompson schon noch behalten. Hat seinen guten Grund. So, Colt 11. 1911, meine ich.
Alter, willst du mich verarschen oder was? Was zum Henker? Also das ist doch wirklich der Hammer, oder? Also das kannst du doch keinem anbieten. Was ist denn das? Was? Ich konnte jetzt nicht mal reagieren. Also man kann es auch übertreiben. Kommt, ich gehe jetzt erstmal durch. So, jetzt steht Sam wieder so an der Ecke. Ja, ja, ja. Was, der hat mich trotzdem getroffen. Obwohl ich mich gerade hier lang gelurscht habe. Ist klar. Das klappt nicht. Ich nutze das jetzt wie gesagt aus, weil ihr seht ja, wie viele Chancen man hat, wenn man gegen Sam normal kämpft. Scheiße. Ach, das ist ja nicht normal. Okay, man muss wirklich nach jedem Schuss, selbst wenn der einen nicht sieht, muss man nach jedem Schuss verschwinden. Wenn man sonst irgendwie trotzdem immer in die Schüsse reinkommt. Boah, Alter. Lass mich verarschen. Wo ist er? Der ist noch da, okay. Er ist wieder hin zurückgegangen, ist klar. So. Ich habe bloß ein bisschen Probleme mit den Zielen, weil mein Mauspad... Ich habe mal wieder nicht das Mauspad mit... Mit dem es besser flutscht, sozusagen. Sondern ich habe bloß das andere. So, Sam geht wieder. Du Arsch! Boah, dieser Mistkerl! Hat er mich verarscht? Ich fass es nicht. Da kommt er wieder zurück, der Arsch. So ein Lurch, das gibt's ja gar nicht. Alter! Was für eine Pissnäcke. Ich fass es nicht. Und er trifft mich. Egal, was ich mache, er trifft mich immer. Das ist ja das Letzte. Kommt schon. Ich mach's wieder so, weil, wie gesagt, ihr wisst ja, ne? So, schnell verstecken. Ist jetzt ein bisschen langweilig, ich geb's zu. Aber ich will auch mal irgendwann zum Ende kommen. Und wir haben ja schon gehört, da gibt's keinen Platz für Ehre. Komm, dreh dich mal. Dreh dich ein Stück. Ach, trotzdem... Du Arsch, du Arsch, du Arsch, du Arsch. Trotzdem getroffen. So ist er wieder zurück. Alter. Der Kerl macht mich fertig, ey. Wie schnell ist denn der? Wenn er sich noch einmal so bewegt hätte, als er mit mir unterwegs war. Aber nein. Komm schon. Jetzt hat er die Stellung aufgegeben. Okay. Er ist weg von da. Ist er ganz weg? Nein, okay. Er verschwindet dann nämlich, das weiß ich noch. Aber ich glaube, dafür gibt es eine Sequenz. Okay, scheiße. Das ist auch eine blöde Position. Ach, Mann. Okay, erstmal hier rüber. Vielleicht sehen wir von hier aus besser. Okay, jetzt dreht er sich weg. Und ich könnte wetten, ja... Ich wollte gerade sagen, wenn ich dann rauskomme, dann dreht er sich bestimmt wieder zu mir um. Komm, dreh dich nochmal weg. Ja. So, schnell wieder weg. Sam? Wo bist du hin? Hallo? Sam? Jetzt ist er fort, oder? Ist er noch da? Ja, er ist noch da. Okay. Was machst du? Tom, bist du noch da? Ja, sehr schön. Okay, es gibt auch gar keine Musik mehr, stelle ich gerade fest. Shit. Wie kriege ich den denn da? Okay, ich muss diese Eckpfeiler ausnutzen. Weil da einfach mal die Deckung besser ist für mich. Aber ich sehe ihn von hier aus nicht. Scheiße. So ein Scheißdreck. Ah, fuck. Bevor ich fertig war mit Zielen. Ich weiß auch nicht, wie oft ich den Kerl treffen muss. Es wäre geil, wenn es nicht mehr so oft wäre, weil ich schon wieder nur noch bei 21 Lebenspunkten bin. Ich habe aber auch vollkommen die Orientierung verloren, welche Treffer jetzt in dieser Runde waren und welche in der letzten. Ach komm schon, Sam. Spack nicht rum. Der ist doch ein totaler Cheater, oder? Findet ihr nicht? So, ich warte noch mal eine Runde.
Vielleicht kommt er wieder auf die Idee, sich wegzudrehen, aber er sieht gerade so aus, als ob er lieber hin und her sliden will. Okay. Vielleicht treffe ich ihn ja jetzt von hier aus. Ja. Könnte klappen, aber ich glaube, er trifft mich einfach eher. Waren das jetzt alles Treffer? Das wäre natürlich stark. Ich glaube bloß nicht dran. Komm schon, Sam, mach mit und dreh dich weg. Boah, Arschloch. Fuck, nein! Das gibt's doch nicht. Ich wusste, wenn ich es probiere, schießt er mich tot. Die Lücke ist so klein und er trifft mich einfach trotzdem. Dieses Spiel ist doch... Ah, es regt mich auf. Neuer Versuch. Ich könnte kotzen. Das gibt's gar nicht. Ja, ja, leck mich doch, Sam. Leck mich einfach. Boah, ist das nervig. Boah, ist das nervig. Komm schon. So, und jetzt ist er weg. Super. Du Arsch, das gibt's doch nicht. Das geht gar nicht, ey. Hm, ist klar. Du Arsch da drüben. Ich hasse dich. Blödes Stück Scheiße. Und wieder getroffen. Natürlich. Was auch sonst? Sam. Du Arschloch. Ich weiß nicht, wie ich den kriegen soll. Außer durch sowas jetzt. Okay, schnell weg. Ich glaube, ich sollte auf Nummer sicher gehen. Wenn er den Rücken zudreht, einfach mehrmals reinhacken, bis ich ihn nicht mehr treffe und dann ganz, ganz schnell weg. Okay. Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig. Soll ich euch eine Geschichte erzählen oder so? Es war einmal ein dummes Verräterschwein. Das hing immer mit seinen zwei besten Freunden rum. Sorry, ich musste mir gerade... Das hing immer mit seinen zwei besten Freunden rum. Und alle dachten, sie wären Blutsbrüder. Und nichts würde zwischen sie kommen. Aber dann sagte Dolcer Jerry, bring die beiden um. Und was machte das dumme Verräterschwein? Es wollte die beiden umbringen. Es brachte den ersten um. Es wollte den zweiten umbringen. Doch es war einfach nicht gut genug, um den zweiten umzubringen. Hoffe ich mal. Und deswegen starb das dumme Verräterschwein am Ende. Jetzt stirb, 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 stirb. Gibt's da gar nicht. Der muss doch mal umfallen. Alter, was hält der Kerl aus? Sam? Sam? Ich glaube, jetzt ist es passiert. Ich glaube, jetzt ist es passiert. Es ist passiert. Seht ihr es, Leute? Nachgeladen ist. Okay. Seht ihr die Spuren auf dem Boden? Sam wurde getroffen und hat sich hier lang geschleppt. Und jetzt sollten wir aufpassen. Ja! Yes! Du dummes Schwein, ich hab dich gekriegt! Ja! Es ist wieder die gleiche Situation, Tom. Und wieder kannst du nicht entscheiden. Scheiße.
Du hast es getan, aber die kriegen dich doch. Salieri wird dich kriegen. Er war auf deiner Seite, du Ratte. Du bist gefährlich, Tom. Und Pauly? Er war sich nie sicher, dass du seinen Tod nicht vergeben würdest. Du musst dich verstecken wie ein Geächteter. Und eines Tages kriegen sie dich. Genau wie bei Frank. Die haben ihn gefunden? Du hast sein Leben nur verlängert. Aber schließlich haben sie ihn auch gefunden. Und Frank war der einzige wirkliche Freund des Dom. Freundschaft ist ein Scheißdreck wert. Du Ratte. Und so findet Sam sein Ende. Und mit ihm stirbt die Freundschaft unter den Mafiosi. Wie viel Blut für dieses Geld vergossen wurde. Dann waren sie das also auch. Sie zerstörten die Gemäldesammlung, die ein paar Millionen Dollar wert war? Nicht mit Absicht, aber es ist irgendwie passiert. Na, wenn's weiter nichts ist. Ich konnte dort schnell verschwinden. Es war nicht ganz einfach. Ich war wirklich in Gefahr, aber ich schaffte es. Ich schnappte mir Frau und Tochter und verließ das Land auf der Stelle. Sam hatte recht. Wenn sie Frank in Europa gefunden und noch 5 Jahre nach seinem Verschwinden hingerichtet hatten, würden sie mich nach meinem Betrug nicht entkommen lassen. Und sie sind gewillt, all das, was sie mir jetzt gesagt haben, auch vor Gericht und gegen all diese Männer auszusagen. Denken sie nicht, dass sie die Sache dadurch nur noch schlimmer machen? Was sie jetzt vorhaben, ist mehr als ein Vergehen. Es ist Hochverrat. Wenn diese Männer ins Gefängnis gehen oder besser hingerichtet werden, können sie sich nicht mehr an mir rächen. Wenigstens nicht so leicht wie in Freiheit. Ich bin bereit, gegen sie auszusagen, wenn sie mir unseren Schutz gewährleisten und meiner Frau, meiner Tochter und mir eine neue Identität garantieren. Wenn wir das alles schaffen, wird das der größte Prozess, den dieses Land jemals erlebt hat. Ein interessantes Angebot. Ich weiß nicht, ob es moralisch ist, jemandem wie Ihnen zu helfen. Aber ich schätze, das Resultat ist es wert. Ich denke, wir helfen Ihnen. Der elektrische Stuhl für Salieris Mörder. Bis zum Prozess ging alles glatt. Ich saß in meiner Zelle und schrieb die Beweise gegen die Leute nieder, mit denen ich gearbeitet hatte. Und mit denen ich 10 Jahre lang befreundet war. Der Prozess war riesig und versetzte das Land in einen Schock. Salieri und einige seiner Killer wanderten auf den Stuhl. Die kürzeste Strafe betrug 8 Jahre. Ich verbrachte die gesamte Zeit in einer Zelle an einem geheimen Ort ohne Besucher. In der ganzen Zeit sah ich weder Sarah noch meine kleine Tochter. Aber es hat sich gelohnt. Norman besorgte uns eine neue Identität und schickte uns an das andere Ende der Staaten. Ich arbeitete als Fahrer für ein angesehenes Unternehmen. Wir begannen ein völlig neues Leben. Dieser Frieden wurde nur durch den Krieg unterbrochen, aber wir schafften auch das. Mr. Angelo? Ja. Mr. Salieri schickt Ihnen Grüße. Wissen Sie, die Welt wird nicht von geschriebenen Gesetzen regiert, sondern von Menschen. Entweder mit Hilfe der Gesetze oder nicht. Es kommt auf jeden Einzelnen an, wie seine Welt ist, was er aus ihr macht. Und man braucht eine gehörige Portion Glück, damit einem niemand das Leben zur Hölle macht. Und es ist nicht so einfach, wie man in der Grundschule lernt.
Aber es ist gut, hohe Ideale zu haben und daran festzuhalten. In der Ehe, beim Verbrechen, im Krieg, immer und überall. Ich hab's versaut. So wie Paulie und Sam. Wir wollten ein besseres Leben, aber am Ende ging es uns schlechter als den meisten anderen. Wissen Sie, es ist wichtig, das richtige Maß zu finden. Ja, Maß, das ist das richtige Wort. Der Typ, der zu viel erreichen will, riskiert absolut alles zu verlieren. Und derjenige natürlich, der zu wenig vom Leben will, kriegt vielleicht gar nichts. Das Ende. Damit, liebe Freunde, haben wir es nach vielen, vielen Folgen endlich geschafft. Wir haben Mafia durchgespielt. Und es war mir ein großes Vergnügen, muss ich sagen. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht, während hier erstmal die Synchronsprecher durchlaufen. Ich weiß nicht, ob er den einen oder anderen davon kennt. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ehrlich gesagt. Aber unser Freund Stefan Schwarz hat uns jetzt sehr lange begleitet als Tommy auf diesen ganzen Missionen. Und ich muss nur sagen, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Auch wenn es teilweise wirklich anstrengend war und teilweise echt ätzend war. Also ihr habt es ja selbst mitgekriegt, wie oft ich euch dann weggeschaltet habe. Und ihr habt das Schlimmste dann eigentlich gar nicht erst mitgekriegt dabei, weil ich dann einfach ohne Aufnahme das Ganze gemacht habe. Und ich habe hier gerade jetzt am Ende fluchend und schreiend vor diesem Laptop gesessen, weil es einfach nur noch, oh, ich wollte es zu Ende bringen endlich. Es war wirklich schlimm. Ja, also am Ende, um jetzt mal davon wegzukommen von meinem Gejammer und wieder zur Story zurückzukommen. Sam hat sein Ende gefunden. Auch Don Salieri hat sein Ende gefunden. Er ist auf dem elektrischen Stuhl gelandet, genauso wie die ärgsten Attentäter in seinen Reihen. Und am Ende sind alle in den Knast gekommen. Und Tommy hat sein Leben gekriegt, das er wollte. Am Ende wurde er zwar geholt, aber ich muss sagen, im hohen Alter erschossen zu werden, ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wie dass seine Tochter überhaupt nicht aufwachsen zu sehen und seine Frau schon so früh mit einem Kind allein zu lassen. So hat er eigentlich noch alles erlebt. Er war nicht wirklich versteckt gewesen, nur am anderen Ende der Staaten. Er wurde zwar noch geholt, wurde noch für all das dann bestraft, was er getan hatte, was er ja, wenn wir uns recht entsinnen, am Anfang des der ganzen Geschichte, er ist ja gar nicht mit Absicht da reingeraten, sondern er ist ja nur durch Zufall reingerutscht und er war einfach zu gut, um dann nicht so schnell aufzusteigen. Ja, und am Ende hat er sein Leben noch gekriegt. Ich finde, es ist ein versöhnliches Ende, auch wenn Tommy nicht davon gekommen ist. Und diese zwei Burschen, so habe ich mir zumindest sagen lassen, werden eine Rolle spielen in Mafia 2, was ich eigentlich irgendwann mal voraussichtlich auch mit euch spielen werde, was dann ein Blind Let's Play wird. Denn ich konnte es bislang einfach noch nicht spielen, weil mein Laptop nicht gut genug dafür ist. Und deswegen werde ich auch vorerst dieses Spiel nicht anrühren. Erst wenn ich irgendwann mal einen Laptop, also wenn ich mal Geld habe, sagen wir mal so, wenn ich mal irgendwann Geld verdiene, was noch ein bisschen dauert, werde ich mir einen richtigen Computer kaufen, einen guten Computer, und werde dann auch in der Lage sein, hoffentlich Mafia 2 zu spielen, und dann werden wir uns das Ganze anschauen und werden schauen, wer die beiden Burschen sind, die da Tommy erschossen haben. Ich fand auch sehr interessant, dass Tommy auch auf Mr. Angelo reagiert hat. Ja, und dann werden wir schauen, wie es mit der Mafia weitergeht, nachdem die ganze Geschichte um Tommy und Don Salieri zum Ende gekommen ist. Wir danken allen unseren Familien, Ehefrauen und Freundinnen für die Unterstützung, die sie uns in all der Zeit gegeben haben. Die Besitzer der Oldtimer, die uns mit technischen Informationen und Ratschlägen unterstützt haben, finde ich sehr interessant, dass man sich da richtige Informationen rangeholt hat. Ich möchte an dieser Stelle auch meiner Verlobten danken, auch wenn sie nicht so viel damit zu tun hatte, aber für die geistige Unterstützung oder so. Ja, und jetzt habe ich es mal wieder geschafft, den ganzen Abspann über zu quatschen wie ein Blöder. Ein Dank an Take-Two und Illusion Softworks für dieses Spiel. Ich finde es immer noch großartig, auch wenn es schon 10 Jahre alt ist mittlerweile. Es ist einfach gut. Auch wenn es natürlich grafisch überhaupt nicht mehr mithalten kann und so. Und auch einige Sachen sind, wo man einfach nur schreien könnte. Aber letztendlich, es war eine schöne Story gewesen. Wie gesagt, neue freie Fahrtoptionen wurden nun freigeschaltet. Das könnte man jetzt machen, auch die freie Fahrt extrem. Werde ich aber nicht mit euch. Und damit landen wir wieder
Ist ja interessant, dass hier ein Bulle rumsteht. Das ist der Freund, der auch im Treppenhaus stand. Er begleitet uns also bis zum Ende. Und somit findet dieses Let's Play ein Ende. Ich werde nun zunächst einmal ein bisschen aufräumen und angefangene Let's Plays fertig machen, bevor wir dann irgendwas Neues mal wieder anfangen werden. Mal schauen. Und ansonsten, ja, schaut gern in alles rein, was ich sonst noch so hab. Ich hoffe, ihr seid nicht bloß wegen Mafia hier. Und gehabt euch wohl ansonsten. Noch einen schönen Tag und bis die Tage mal. Man sieht sich. Winke, winke und tschüss.